Wie bringe ich Musik in ein Videochat oder ein Online-Meeting? Die Antwort lautet: Als Voraussetzung benötige ich etwas zusätzliche Hardware, also ein Abspielgerät, ein Tablet oder Smartphone mit den Audiodateien, ein Klinke-Klinke-Kabel 3,5 mm Stereo. Und achtet bitte darauf, dass der Körper des Steckers schmal ist, um diesen trotz der Schutzhüllen richtig einstecken zu können. Und beim Einstecken muss der Lautsprecher des Tablets oder Smartphones ausgeschaltet werden, wie wenn ihr einen Kopfhörer einsteckt. Optional ist ein USB-Mikrofon-Kopfhörerverstärker möglich. Dieser ist auch als Kopfhörerverstärker oder als USB-externe Soundkarte erhältlich. Der Preis liegt etwa zwischen 5 bis 25 Euro. Das Klinkenkabel in den Kopfhörerausgang des Tablets oder Smartphones einstecken und mit dem Mikrofoneingang auf der externen USB-Soundkarte verbinden. Diese Kombination wirkt nun wie ein neues Mikrofon und genau das ist das, was ich brauche. Jetzt wird das Online-Meeting EduTip gestartet. Bei der Bestätigung der Audiogeräte achtet bitte darauf, dass auch das neue Mikrofon erkannt und natürlich ausgewählt wird. Startet das Abspielgerät, aktiviert euer Mikrofon und alle Teilnehmer des Meetings hören jetzt die Musik. Ja, das war die Antwort auf die Frage. Bei Fragen und Hinweisen nutzt bitte den Kommentar unten im Video und ich freue mich auf eure Rückmeldung und natürlich auf neue Fragen.